Jetzt ist es endlich soweit. Die SPD hat eine neue Spitze. Und Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sind nicht sehr zufrieden mit der bisherigen Arbeit der Bundesregierung. Das wirft die große Frage auf: Ist die Große Koalition jetzt am Ende? Eigentlich hatten wir in dieser Woche mit einem ganz anderen Titel geplant, weil uns war irgendwie klar, Olaf Scholz wird das Rennen um die Parteispitze machen. Mit ihm im Chefsessel der SPD hätte Merkel einfach weiter regieren können. Er hat die GroKo nie in Frage gestellt, gilt als ihr treuer Kollege. Doch dann kam alles anders. Jetzt also Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Die beiden sind mit einer klaren Ansage in den Wahlkampf getreten. Mit uns wird es kein weiter so in der Großen Koalition geben. Aber schon fallen die Töne ein bisschen milder aus. In der Talkshow von Anne Will stellten die beiden direkt klar: Der in der Abstimmung unterlegene Bundesfinanzminister soll im Amt bleiben. Er sei wichtig für die Partei und mache eine gute Arbeit. Was also will die SPD genau? Und wie lange macht die Union das noch mit? Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und lesen Sie die Woche.